Das Land Rheinland-Pfalz wird wohl weniger Impfstoff vom Bund erhalten als ursprünglich vereinbart. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, hatte der Bund am Freitag kurzfristig darüber informiert, dass fest zugesagte Lieferungen der nächsten 3 bis 4 Wochen wohl nicht eingehalten werden können. Das beeinflusst nun massiv die Planungen der Impfzentren im Sendegebiet. Die Termine für Impfungen waren auf der Basis des zugesagten Impfstoffes vergeben worden. Weil er seine Mutter mit einem Beil getötet haben soll, muss sich ein 38-Jähriger seit Montag vor dem Landgericht in Koblenz verantworten. Die Anklage lautet Totschlag. Der Beschuldigte lebte zusammen mit dem Opfer in Mudersbach bei Altenkirchen. Dort soll dann an einem Tag im August ein Streit zwischen den beiden eskaliert sein. Schließlich soll der Mann zu einem Messer gegriffen und seine Mutter in den Kopf, den Hals und den Nacken gestochen haben. Der befürchtete Andrang auf die Wintersportgebiete in Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende ist ausgeblieben. Demnach haben sich die Appelle der Polizei in den letzten Wochen wohl ausgezahlt. Nach Angaben der Dienststellen in den besagten Regionen gab es zwar viel Betrieb, dieser verlief jedoch geordnet. In der Eifel und im Hunsrück sei es ruhig geblieben. Der Landrat des Kreises Neuwied, Achim Hallerbach, will die Impfungen in der Region weiter vorantreiben. Er fordert von der Landesregierung ein weiteres Impfzentrum für seinen Kreis. Die Impfbereitschaft sei aktuell hoch, daher müsse auch das Impfangebot zur Verfügung gestellt werden, so Hallerbach. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.